nicht die Supernoten herausturnen. Dafür ist Berjaev zuständig. Und Chad Carey, also seine weibliche Partnerin im Team. Aber Bauer muss ja einen Grundwert liefern, auf dem dann Chad Carey, wer weiß, seine Supernote draufpacken kann. Dann reicht es vielleicht am Ende für den Sieg. Doppel gebückt vorwärts als E-Sprung. Ja, hat der Stand wieder. Dem Doppel rückwärts guckt mit zwei Schrauben. Ja, wirklich gut, wird da angeführt von seinem Trainer. Ja, da hat der Stand wieder. Bauer. Das Umstellen zum Fedorchenko. Ein Element, das man vom Verpauschen her kennt. Dann muss es flüssig in den Handstand gehen, ohne zu stoppen. Das macht er gut. Die Position ist gehalten, passt. Schlussbahn von Bauer. Dreifach Schrauben. Ja, gute Übung von Alan Bauer, wirklich. Holt das Maximum raus und ist konstant heute. Er absolut fehlerfrei durch den Wettkampf durchgekommen. Turnte ja schon mal am Boden. 14,1 Punkte gab es. Benjajew für die Ukraine wird am Barren turnen zum Abschluss. Da hat er heute schon 15,35 geturnt. Das ist eben die Schwierigkeit. Also wenn Benjajew natürlich mehr als einen Punkt zwischen sich und Bauer legt, dann ist es für Chad Carey unglaublich schwer, dagegen zu halten. Aber Bauer, der hat seine Sache richtig gut gemacht. Und schön wäre es, wenn Bauer und Carey nach Hause in die USA gehen und kräftig die Werbetrommel rühren für diesen Swiss Cup, auf das man ein US-amerikanisches Team auch in Zukunft wieder regelmäßiger und öfter hier im Hallenstadion bewundern kann. Es ist halt einfach schon so, dass in den USA das Kunstturnen dermaßen stark ist. 14-4-5-0 steigert sich also gewaltig. Bauer, der ja eben nicht ins Team turnen kann, das dann an Weltmeisterschaft